So, herzlich willkommen im zweiten Teil des heutigen Tages auf der Stage 3. Wir werden gleich den Vortrag hören oder im Schatten des Rechts, wie informelle Normen das Urheberrecht unterlaufen oder auch auf den Kopf stellen. Dafür haben wir zwei schöne Referenten gefunden, einmal Jeanette Hoffmann. Sie ist Politikwissenschaftlerin und forscht am Wissenschaftszentrum Berlin zum Thema Regulierung des Internets, Informationsgesellschaft und Wandel des Urheberrechts. Sie ist Research Associate am Center for Analysis of Risk and Regulation der London School of Economics und Gründungsdirektorin des 2011 entstandenen Alexander von Humboldt Instituts für Internet und Gesellschaft. Mit dabei ist auch Christian Katzenbach, der Medien- und Kommunikationswissenschaftler ist, auch mit dem Schwerpunkt Governance und auch am Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft arbeitet und dort den Bereich Internet Policy und Governance mitentwickelt und auf die Beine gestellt hat. Wir freuen uns alle auf einen interessanten Vortrag und wünschen euch viel Spaß. Ja, vielen Dank. Schön, dass Sie gekommen sind. Ausgangspunkt dessen, was wir vorstellen, ist der Bedeutungswandel des Urheberrechts und damit im Zusammenhang die Urheberrechtskriege, die Deutschland und viele andere öffentlichen Räume durchziehen. Zwei Beobachtungen kann man da machen, wenn man zuhört und zuschaut. Die erste Beobachtung ist, dass das Urheberrecht nicht nur regelt, wie wir Informationsgüter umherbewegen, produzieren, verkaufen, tauschen etc., sondern dass das Urheberrecht auch gleichzeitig eine Art Deutungsrahmen oder ich sag mal Rechtfertigung für seine eigenen Regeln mitliefert. Es regelt also nicht nur, sondern es gibt auch einen konzeptionellen Rahmen, in dem wir über das Urheberrecht diskutieren. Das kann man an wenigen Aspekten kann man das verdeutlichen. Zum Beispiel der Begriff des Autors, der Begriff des Werks, die Idee von geistigem Eigentum, all das ist im Urheberrecht selbst eingeschrieben und geht zurück auf die frühen Tage, als Sinn und Unsinn von Urheberrecht diskutiert wurden im 18. Jahrhundert. Was diese Begriffe jeweils reflektieren, sind bestimmte ästhetische Vorstellungen, bestimmte Annahmen darüber, wie kreative Werke entstehen etc. Das Problem nun ist, dass diese Annahmen zum Teil damals schon, als sie in das Urheberrecht Eingang fanden, sehr kontrovers waren und womöglich heute einfach in vielen Bereichen auch nicht mehr zutreffend sind. Daran setzt die zweite Beobachtung an. Das Urheberrecht regelt nicht nur, es deutet nicht nur, sondern es dominiert auch die Debatte, die wir über das Urheberrecht haben. Wir sehen zwar in verschiedenen anderen Disziplinen, dass auch zum Thema Urheberrecht geforscht worden ist, sagen wir bei den Wirtschaftswissenschaften, die sich mit öffentlichen Gütern befassen, bei den Literaturwissenschaften, in der Philosophie etc., aber das ist so vereinzelt und nie so verdichtet worden, dass es einen eigenen, ich sag mal, mächtigen Diskurs bilden würde, der den Annahmen des Urheberrechts tatsächlich was in der öffentlichen Aufmerksamkeit entgegenzusetzen hätte. Daraus leiten wir die Überlegung ab, dass es an der Zeit ist, dem Urheberrecht als Deutungsrahmen etwas entgegenzusetzen. Es braucht eine fundierte Kritik des Urheberrechts. Und zwar Kritik in allem breiten Sinne, dass es gewürdigt werden muss, sowohl in seinen Stärken als auch in seinen Schwächen. Bei den Sozialwissenschaften macht man sowas für gewöhnlich mit empirischer Forschung. Und das ist die Idee. Weniger Moral, wie wir sie derzeit haben in der Debatte ums Urheberrecht, und mehr Empirie. Bevor jetzt Christian was dazu sagt, wie wir da vorgehen wollen, sollte ich vielleicht noch einen Aspekt erwähnen. Diese Kritik, die wir da betreiben, bedeutet nicht, dass wir das Urheberrecht für überflüssig halten. Ich sage das jetzt bei jedem Vortrag immer wieder. Ich bin nicht für die Abschaffung des Urheberrechts. Ich halte es auch nicht für überflüssig. Und zwar deshalb, weil wenn man empirisch forscht,
solche großen, breiten Argumente gar nicht machen kann, weil man die nämlich von seinem eigenen Standpunkt aus überhaupt nicht übersehen könnte. Schon deshalb ist mir das wichtig, das zu betonen. Ja, also was wir jetzt versuchen, ist gewissermaßen eine empirische Perspektive zu entwickeln, die auch, man kann es auch so verstehen, dass wir gewissermaßen das Primat des Rechts ein bisschen aufbrechen wollen und einen sozialwissenschaftlichen Blick darauf entwickeln wollen, auf diese Zusammenhänge. Und ein Ansatz, diesen Blick zu entwickeln, den wir ausgewählt haben, ist auszugehen von Bereichen, in denen das Recht nicht richtig wirkt. Sei es, weil die Prozesse nicht passen, weil die Güter, die geschaffen werden, nicht den Annahmen des Urheberrechts entsprechen oder weil die Rechte auch sehr schwierig durchzusetzen sind. Man bezeichnet diese Bereiche auch als Low-IP-Regimes. Zum Beispiel Chris Brickman aus den USA hat dazu geforscht und ein gutes Buch dazu veröffentlicht, das ich eigentlich einblenden wollte. Okay. The Knockoff Economy. Und Beispiele für diese Low-IP-Regimes sieht man hier. Zauberkünste, Comedy, Kochkünste. Ja, also es gibt auch unter Köchen gewisse Ideen, die schutzfähig sind vielleicht, aber dem Urheberrecht eben nicht untergeordnet werden können oder dem nicht passen. Für uns ist es jetzt, für unsere Forschung ist es aus zweierlei Hinsicht interessant. Zum einen sind es Bereiche, die einer Annahme des Urheberrechts offenkundig widersprechen. Und diese Annahme ist, wenn wir keine Urheberrechte verleihen, dann gibt es ein Marktversagen. Und in diesen Bereichen sieht man, es gibt, obwohl es keine durchsetzungsfähigen Monopolrechte, Urheberrechte gibt, kein Marktversagen. Und die Frage, die sich daran anschließt, ist, wie wird diese Leerstelle des Rechts ausgefüllt in diesen Bereichen? Wenn das nämlich so ist, dass hier funktionsfähige Märkte entstehen, dann ist anzunehmen, dass sich dort andere Mechanismen herausbilden, die diese rechtliche Unsicherheit oder diese rechtliche Leerstelle ausfüllen und dazu führen, dass durchaus Kulturgüter produziert werden, verkauft werden, rezipiert werden. Aber uns geht es eigentlich nicht um diese Bereiche, zumindest nicht primär, sondern unsere Annahme ist, dass wenn wir diesen Blick entwickeln, wir Mechanismen sichtbar machen können, die zur Stabilisierung dieser Märkte führen, die aber nicht rechtliche Mechanismen sind. Wir vermuten, dass es eben dann nicht nur für Bereiche gilt, in denen gar keine Rechte vorhanden sind, sondern auch für mehrere andere Bereiche. Und zwar deshalb, weil in sehr vielen Bereichen zum einen rechtliche Unsicherheit herrscht. Wir stellen dazu gleich ein paar Beispiele vor. Also das Recht ist nicht klar, wie es auszudeuten ist oder was es für die Praxis bedeutet. Man könnte aber sogar weitergehen und sagen, dass die Rolle des Rechts nicht immer darin bestehen kann, tatsächliche Handlungen zu präformieren, direkt zu regulieren, sondern dass auch wenn Regeln bestehen, eine enorme Unsicherheit für das tatsächliche Handeln der Akteure besteht. Aktuelle Beispiele sind zum Beispiel die Rolle der Öffentlich-Rechtlichen im Netz oder auch das Leistungsschutzrecht. Auch dort muss man immer wieder feststellen, dass das, was in rechtliche Form gegossen wird, sowohl vorher wie nachher noch unter den Akteuren und anderen ausgehandelt werden muss, was es eigentlich für die Praxis bedeutet. Julia Pleck hat da einen ganz schönen Begriff für geprägt, die Regulatory Conversations. Also die Geschichte von der Auseinandersetzung über Regeln des Zusammenlebens, in unserem Fall des Regeln über die Produktion von Kulturgütern, diese Geschichte der Aushandlungsprozesse ist nicht zu Ende, wenn wir zu einem Gesetz, entweder zu einem Richterbeschluss gekommen sind oder zu einem neuen Gesetz, sondern in vielen Fällen fängt es dann erst an. Und das ist unser Ausgangspunkt. Und auf diesem Weg wollen wir gerne zu Fragen kommen, die auch das Verhältnis zwischen den rechtlichen Normen und sozialen Normen, vielleicht auch in Technik eingeschriebene Normen sind und uns diesen Fragen dann nähern. Im Folgenden fangen wir mit einem klassischen Low-IP-Regime-Beispiel an, eben der Comedy, und schauen uns kurz an, wie das dort funktioniert. Das Besondere an dem Comedy-Fall ist, dass das, was gewissermaßen die besondere Leistung des Künstlers ist, der Witz, die lustige Nummer oder was auch immer der Gegenstand ist,
gewissermaßen in Lücken des Urheberrechts fällt, weil es nicht dem Werkbegriff des Urheberrechts entspricht. Das Lustige ist eigentlich die Idee. Und das Urheberrecht kennt eben die Unterscheidung zwischen der freien Idee einerseits und dem geschützten individuellen Ausdruck andererseits. Das heißt, die Comedians haben gewissermaßen das Problem, dass ihre kreativen Leistungen durch das Urheberrecht nicht geschützt werden können. Und auch durch andere rechtlichen Mechanismen ebenfalls nicht. Das besondere Dilemma ist noch, dass ihre Ideen so kurzweilig und spritzig sind, dass sie in dem Moment, in dem sie erzählt werden, von anderen sofort aufgegriffen werden und gewissermaßen übernommen, plagiiert, imitiert werden können. Das heißt, sie haben eine unheimlich prekäre Situation als Urheber, können sich nicht als Urheber sichtbar machen. Das Interessante für uns ist nun, dass einige Forscher herausgefunden haben, dass unter den Comedians in den USA zumindest, für Europa haben wir keine Literatur gefunden, sich ein informelles Normensystem herausgefunden hat, das diese Leerstelle füllt. Das besonders Interessante daran ist, dass der Schutzgegenstand hier sich eben tatsächlich auf die Idee bezieht und nicht auf einen speziellen Ausdruck, auf spezielle Wörter, sondern einfach auf die Idee des Witzes. Also zum Beispiel gab es ein Beispiel aus den USA, da hat ein Künstler irgendwann 2003 einen Witz gemacht über den republikanischen Vorschlag, eine 700 Meilen lange, ich glaube 30 Meter dicke Mauer zwischen Kalifornien und Mexiko zu bauen. Und der Witz ging so ungefähr, ich bin nicht gut im Witz erzählen, aber ich muss ihn jetzt erzählen. Jedenfalls sagt der ein Comedian, erzählt dann, gut, ja, super Vorschlag, lasst uns alle Flüchtlinge, alle Immigranten aus Mexiko zurückschicken, dann bauen wir diese Mauer, aber wer soll diese Mauer bauen? Und dieser Witz wurde erzählt von einem Künstler und dann aufgenommen von anderen. Und daran hat sich unter Comedians eine große Debatte entzündet, was darf man übernehmen und was nicht und inwiefern darf man Witze übernehmen, variieren, imitieren und so weiter. Und da hat sich gezeigt, dass es da ein relativ hartes Normensystem innerhalb der Comedians gibt, das durchgesetzt wird unter anderem durch tatsächlich Ächtung, durch Nicht-Übernahme in gemeinsame Programme und verschiedene andere Mechanismen, die wirklich auch ein Enforcement sehen, dieser Normen. Ein anderer interessanter Aspekt, dass dieses Normensystem auch in zeitlicher Hinsicht gewissermaßen das Urheberrecht übersteigt. Also es gibt kein Auslaufen des Schutzes, sondern dieser Schutz gilt ewig oder zumindest solange man noch wissen kann, von wem dieser Witz kommt. Tatsächlich gibt es auch Debatten darüber, wie der Verkauf von Witzen funktioniert und auch hier ist dieses System gewissermaßen, könnte man sagen, strenger als die rechtlichen Bestimmungen, weil es hier so eine Art wirklich absolutes Total-Buyout-System gibt. Also wenn man einen Witz verkauft, dann ist er verkauft. Ich kann nicht mehr die Urheberschaft oder die Referenzierung für diesen Witz beanspruchen, sondern ich verkaufe ihn und damit gehört er jemand anderem und er kann ihn erzählen, sagen, es war sein eigener und so weiter. Man sieht also, wir haben in diesem Bereich keine Urheberrechte, auch keine vergleichbaren. Ich muss mal kurz zur Seite gehen, sonst kann man es nicht sehen. Man sieht in diesem Bereich, also es gibt keine wirklich greifbaren und durchsetzungsfähigen Rechte und dennoch bildet sich heraus ein System, das diesen Markt reguliert. Comedy ist dabei kein Einzelfall, auch unter Zauberern gibt es das. Wurde in ein paar schönen Studien gezeigt und auch unter Köchen. Also es gibt eine sehr schöne Studie zu französischen Köchen und wie die ihre Rezepte teilen oder eben nicht teilen, was man machen darf, wenn man bei jemandem in die Schule gegangen ist, also bei irgendeinem Meisterkoch, darf man dann die Rezepte übernehmen und in welchem Fall und was macht man dann? Auch dort gibt es keine, diese Rezepte fallen gewissermaßen in die Lücke zwischen Urheberrecht und anderen Rechten und können deswegen auch nicht gut geschützt werden, zumindest die Idee des Rezepts oder der Ablauf des Kochens. Man sieht also, es gibt eine Reihe von diesen Low-IP-Regimes und die Frage ist natürlich, welche Relevanz hat das jetzt? Das sind alles lustige Geschichten, aber vielleicht für euch gar nicht, also für uns alle vielleicht gar nicht so wichtig, gerade hier auf der Republika kann man sich natürlich fragen, was haben diese ganzen Geschichten nun wirklich jetzt uns zu sagen? Und der nächste Sprung ist aber, unsere Überlegung ist eben, es gibt auch viele seriöse Bereiche,
in denen diese Mechanismen vielleicht wirken. Vielleicht nochmal ganz kurz der Gedanke dahinter. Auch wenn rechtliche Regeln bestehen, es ist in ganz vielen Aspekten, ganz vielen Punkten sehr unsicher, was sie für die tatsächlichen Akteure bedeuten. Und die Akteure müssen dann eben diese Leerstellen füllen durch bestimmte Praktiken, durch informelle Normsysteme wie bei den Köchen und bei den Comedians, durch Technologien oder durch andere Strategien. Und so wollen wir darauf blicken nun. Also wie werden diese Leerstellen gefüllt? Bevor wir zu dem Games-Beispiel kommen, komme ich kurz zu den TV-Formaten. Ein Beispiel, TV-Formate. Ja, also sowas wie Deutschland sucht den Superstar. Das Original ist Pop Idol aus Großbritannien. Es gibt auch das Indian Idol, das American Idol. Sehr viele Varianten, die lizenziert wurden von dem englischen Original. In diesem Fall stellt sich auch die Frage, warum lizenzieren die eigentlich? Weil diese Formate auch in ihrer Gesamtheit in eine Lücke fallen zwischen lauter verschiedene Schutzrechte. Es wäre sehr gewagt, diesen Markt jetzt als Low-IP-Regime zu bezeichnen, weil es ganz, ganz viele Schutzrechte natürlich gibt. Markenrecht, Wettbewerbsrecht, in bestimmten Aspekten vermutlich auch das Urheberrecht, zumindest bei fiktionalen Formaten. Dennoch gibt es eine enorme rechtliche Unsicherheit, die sich auch darin auszeichnet, dass es Gerichtsstreitigkeiten gibt. Die gehen in einer empirischen Studie wurde gezeigt, dass sie 50-50 ausgehen, in beide Richtungen. Das besonders Interessante für uns ist, dass wir aus der Literatur und aus ersten Vorgesprächen herausgefunden haben, dass die Akteure gar nicht mal so stark, also zumindest nicht alle, und eine ganze Menge auch von großen Akteuren, gar nicht darauf drängen, die rechtliche Leerstelle durch mehr Recht zu füllen. Sie sind also nicht, wie zum Beispiel die Verleger in Deutschland, haben sie nicht große Anstrengungen vollbracht oder versuchen es nicht so stark, hier mehr, diesen Raum stärker zu verrechtlichen und eine Art einheitlichen Formatschutz einzuführen, sondern sie haben durch andere Strategien diese Leerstelle gefüllt und sagen, in unseren Vorgesprächen zumindest, selbst, dass sie sehr gut damit leben. Was sind diese Strategien? Oder vielleicht nochmal ein Aspekt vorher. Das besondere Problem, ähnlich wie bei den Comedians, ist hier, dass das, was dort gehandelt wird, erst in dem Moment wirklich wertvoll wird, in dem es auch sich gewissermaßen der Raubkopie aussetzt. Nämlich in dem Moment, in dem ein Format in einem wichtigen Markt zum ersten Mal gesendet wird, kann natürlich jeder diese Idee übernehmen, weil diese Idee ist dann öffentlich. Gleichzeitig wird erst in diesem Moment das Gut auch wirklich wertvoll, weil man dann sagen kann, gut, diese Idee hat funktioniert in dem einen Markt, wir würden sie gern verkaufen in einem anderen Markt und so weiter. Das Interessante ist nun, dass die Akteure dann eine Reihe von Strategien herausgebildet haben, wie sie mit dieser Unsicherheit umgehen. Die erste ist die, dass das, was verkauft wird in diesem Fall, das Interessante am Kauf einer Lizenz im Gegensatz zum Kopieren oder Imitieren dieser Idee für Akteure aus einem neuen Markt ist gar nicht mal die Idee zu kaufen, sondern vor allem das Know-how zu kaufen von den Leuten, die das schon einmal oder zweimal oder vielleicht sogar 20 Mal in einem anderen Land produziert haben. Was man also kauft, ist das Know-how und nicht die Idee. Nicht irgendeine Art von Werk, sondern einfach das Know-how, das umzusetzen. Da gibt es dann so schöne Begriffe wie die Formatbibel, in der festgesetzt ist auf 400 Seiten oder was auch immer, wie genau die Sendung ablaufen muss, wie groß das Logo ist, an welcher Stelle welche Musik laufen muss und so weiter. Also eine Art Rezept für die erfolgreiche Sendung. Und das kauft man mit der Lizenz mit. Und zum anderen kauft man auch häufig noch sogenannte Flying Producers mit, also Leute, die diese Sendung schon mal produziert haben in einem Land und dann eingeflogen werden in das neue Land und dort helfen, dieses Produkt erfolgreich zu machen. Anderer Aspekt ist Speed to Market, heißt es hier. Also es ist natürlich sehr aufwendig, sowas komplett neu zu produzieren. Das heißt, wenn man diese Idee bekommt von irgendwo und dann sagt, okay, sowas sollten wir auch mal machen, aber wir wollen keine Lizenz bezahlen, dann dauert es natürlich sehr lange, bis man es schafft, das dann wirklich auf den Markt zu bringen. Eine andere Strategie ist auch Abschreckung. Das kann man natürlich aus anderen Bereichen auch. Abschreckung heißt hier rechtliche Abschreckung. Okay. Also sowas, man tut so, als gäbe es rechtliche
rechtliche Grundlagen für einen Streitfall und schreibt böse Briefe und versucht, dass das reicht, um die Leute davon abzuhalten. Ein anderer ist Markenbildung und auch Produzenten- und Distributionsnetzwerke, die dann auch dazu genutzt werden, gewissermaßen die informelle Norm durchzusetzen. Also wenn jemand sich nicht daran hält, dann wird er nicht beteiligt an weiteren Distributionsketten und so weiter. Was man dort also sieht, ist, in der Gesamtheit entwickelt sich unter den Produzenten eine Art kollektiv imaginierter Formatschutz. Also es gibt in einer der Literatur auch den ganz schönen Satz, es tun alle Marktakteure so, als gäbe es das, aus guten Gründen, obwohl es den umfassenden Formatschutz gar nicht gibt. Auch hier sehen wir also, dass gewisse informelle Normen durchgesetzt werden durch bestimmte Strategien und andere Mechanismen. Gut, dann übergebe ich dir. Okay. Ja, unser drittes Beispiel für rechtliche Unsicherheit in großen Märkten sind Computer- und Videospiele. Auch hier ist es so, dass zwar das Recht irgendwie greift, aber die wirklich wertvolle Idee ungeschützt bleibt, weil das Urheberrecht eben nicht die Idee schützt. Aber genau das ist, was ein Videospiel im Kern ausmacht. Als Folge erleben wir, dass im Bereich der Computerspiele sehr viel imitiert und kopiert wird. Die Spiele um Farmville und Farmtown herum sind Beispiele dafür, dass die Industrie voneinander lernt. Und bisher ist die Industrie damit auch gar nicht schlecht gefahren. Wir sehen hier eine Grauzone zwischen Kopieren, imitieren und innovieren, wovon alle profitieren, weil sie das Risiko senken. Wenn sich ein Spiel als erfolgreich erweist und die anderen das dann nachmachen, scheint das nicht dazu zu führen, dass der Markt zusammenbricht, wie das Urheberrecht das eigentlich sozusagen prognostizieren würde, sondern die Industrie hat davon profitiert. Es gibt aber auch noch einen zweiten Bereich, in dem Computerspiele ganz interessant sind, um die Wirkung von Urheberrecht zu studieren. Und das ist der Einfluss der Nutzer auf die Spiele. Computerspiele gehören zu den digitalen Gütern, wo die Nutzer zumindest bei einigen Herstellern durchaus mitwirken und zu Co-Produzenten von Spielen werden. Sogenannte Mothers erhalten zum Teil toleriert, zum Teil auch selbst einfach durchgesetzt Werkzeuge, mit denen sie Spiele, die eigentlich geschützt sind, weiterentwickeln. Und das zum Gewinn der gesamten Branche. Insofern kann man auch hier sagen, dass das Urheberrecht, obwohl es formal sowas ausschließen würde, in der Praxis in einer Form umgesetzt wird, die sozusagen zu pragmatischen Lösungen bei widerstreitenden Interessen wird. In dem Umfang, wie die Branche davon profitiert, dass man voneinander imitieren kann und Nutzer zulässt als Co-Produzenten, wird auf die Durchsetzung von rechtlichen Ansprüchen verzichtet. Wir nehmen an, dass das in vielen anderen Branchen auch der Fall ist. Und diese, ich sag mal, pragmatische Umgangsweise mit dem Urheberrecht, die bildet der Urheberrechtsdiskurs eigentlich gar nicht richtig ab. Wie komme ich jetzt zur letzten Folie? Aha. Damit sind wir auch schon beim Fazit. Die erste Lehre, die man ziehen kann aus diesen Beispielen für Kulturgütermärkte, ist, dass die Abwesenheit von Recht nicht gleichbedeutend mit der Abwesenheit von Regeln ist. Tatsächlich ist es so, dass wo das Recht nicht greift, die Produzenten von Gütern selber mit eigenen Regeln hervortreten und die für ihre jeweiligen Märkte entwickeln. Eine zweite Beobachtung, die man machen kann, ist, dass diese informellen, nicht geschriebenen Normen das Urheberrecht in verschiedener Form nicht nur ersetzen, sondern auch modifizieren und zum Teil komplett umschreiben. Umschreiben sehen wir da, wo soziale Normen nicht mehr den Ausdruck schützen, sondern die Idee, wie etwa bei TV-Formaten und auch bei Stand-up-Comedians. Da wird sozusagen das Urheberrecht auf den Kopf gestellt, weil die Idee
zum schützenswerten Gut wird. Gleichzeitig sieht man es auch im Hinblick auf die fehlenden Schranken. Bei Witzen, wie Christian sagte, und das gilt auch beispielsweise für Zaubertricks, ist es so, dass es keine Beschränkung von 70 Jahren nach dem Tod des Autors gibt, sondern der Schutz, der informelle Schutz quasi so lange gilt, wie entweder sich jeder daran erinnern kann oder bei kodifizierten, niedergeschriebenen Witzen womöglich auch weit darüber hinaus. Also die Schranken, die wir im Urheberrecht kennen und die sozusagen den Ausgleich herstellen sollen zwischen den Kreativen und dem Interesse der Öffentlichkeit an der Zugänglichkeit. Könnt ihr mal ein bisschen leiser sein? Ich finde euch extrem laut. Diese Art von Ausgleich findet man bei ungeschriebenen Normen, also den sozialen Normen, überhaupt nicht. Insofern sollte man auch sich hüten davor, die Entwicklung sozialer Normen für die Regulierung solcher Märkte vorschnell zu überhöhen und für die bessere Lösung zu halten. Die sind mit Sicherheit flexibler, weil sie die jeweiligen Güter und die Interessen der Produzenten reflektieren, aber sie sind nicht notwendigerweise die besseren, wenn wir an das Interesse der Öffentlichkeit, an der Zugänglichkeit und womöglich auch am Remixen und Modifizieren langfristig in Betracht ziehen. Insgesamt stellen wir fest, dass egal, welche Märkte wir uns angucken, wir immer ein Zusammenspiel von rechtlichen und sozialen Regeln finden. Und diese sozialen Regeln Konstitution von Märkten halten wir für grob unterschätzt. Es gibt ganz wenig Forschung über dieses Zusammenspiel und wir vermuten, dass sie überall weitaus wichtiger sind und in einigen Fällen sogar dominieren über die rechtlichen Regelungen. Um also zu sehen, wie das Urheberrecht wirkt, ist es wichtig, sich diesen Zusammenhang anzugucken, nämlich wie Recht in solchen Märkten praktisch umgesetzt wird und was auch die Produzenten, die immer so laut aufschreien, dass das Urheberrecht besser durchgesetzt werden müsse, was sie eigentlich selber tun. Vermutlich setzen sie das Recht in ganz überraschender Weise um und gehen relativ frei damit um, was sie selber in dem Sinne, wie sie mit anderen Produzenten oder auch gegenüber Nutzern das für ihre jeweiligen Märkte für sinnvoll halten. Also das bringt uns zu dem Fazit: weniger Moral und mehr Empirie. Vielen Dank. Fragen oder Anmerkungen? Ja, es wird noch Zeit für ein oder zwei Fragen. Vielen Dank für den Vortrag. Soweit ich das verstanden habe, ist das angelsächsische Urheberrecht aus sehr unterschiedlichen sozialen Normen entstanden. Die Rolle des Autors ist im angelsächsischen Raum ganz anders als bei uns. Sehen Sie da einen Konflikt zwischen angelsächsischen und europäischen Normen im Urheberrecht? Also das hat jetzt mit dem, was wir vorgetragen haben, nur begrenzt was zu tun. Natürlich ist es in beiden Fällen so, beim angelsächsischen wie auch beim kontinentaleuropäischen Urheberrecht, dass soziale Normen sozusagen sinnstiftend gewesen sind. Und der wesentliche Unterschied, sagt man immer, ist, dass in Europa naturrechtliche Aspekte eine Rolle gespielt haben, die sozusagen die Beziehung zwischen Kreativen und ihrem Werk in den Vordergrund stellen, während es beim amerikanischen Urheberrecht eher so ist, dass es um die Verwertung geht und dass hierfür Schutzrechte geschaffen wurden, weshalb man ja auch in den USA seine Werke verkaufen kann, ohne irgendwelche Rechte zurückzuhalten. Dieser Konflikt besteht in gewissem Umfang immer noch. Zum Beispiel, wenn wir was publizieren für einen internationalen Verlag, gelten nicht die europäischen Rechte. Und wir haben zum Beispiel als Wissenschaftlerinnen auch Total Buyout-Verhältnisse. Nur, dass unser Name noch erwähnt wird. Es ist nicht Work for Hire, aber wir verlieren auch alle Rechte. Und das ist ein Konflikt, sicherlich. Okay, für eine letzte Frage haben wir jetzt noch Zeit, bevor wir wechseln. Es tut mir leid, hier hat sich auch noch jemand gehört. Ich denke, auch danach kann man vielleicht die Vortragenden auch nochmal im privaten Gespräch eine Frage stellen.
Eine Frage habe ich noch zu diesen Low-IP-Regimes, ich stehe mal vielleicht auf. Diese Low-IP-Regimes, die Sie vorgestellt haben, sind ja alle beschränkt auf eine sehr enge soziale Gruppe, die sich untereinander Regeln geschaffen haben. Jetzt haben wir ja diesen Internet oder diesen Urheberrechtskonflikt im Internet zwischen einer breiten Gruppe auf der Anbieterseite und einer sehr breiten Gruppe auf der Nachfrageseite. Inwiefern können dort überhaupt soziale Normen noch funktionieren? Soll ich drauf antworten? Das stimmt sicher. Also was wir auch gesehen haben, ist, dass diese sozialen Normen überhaupt nur durchsetzbar sind, wenn es sich um Communities oder Netzwerke im weiteren Sinne handelt. Nur dann kommen solche sozialen Normen zur Geltung. Es ist aber nun nicht so, dass soziale Normen immer Netzwerke brauchen. Ich würde behaupten, dass auch in unserem Umgang miteinander soziale Normen eine große Rolle spielen, auch wenn wir uns nicht kennen. Und nicht alles, was wir an sozialen Normen akzeptieren, muss auch sozusagen die Polizei im Rücken haben, sonst würde keine Demokratie funktionieren. Aber ich finde, Sie haben vollkommen recht mit Ihrer Frage, in welchem Umfang wir denn diese Märkte mit rechtlicher Unsicherheit, wie wir die übertragen können auf andere Bereiche. Vorsichtig formuliert würde ich sagen, kann man sehen, zum Beispiel an der Beziehung zwischen den Computerspielen und den Mothers, dass Developers oder Produzenten im Allgemeinen nicht unbedingt verlieren, wenn sie auf die Durchsetzung einzelner Rechte verzichten. Und was Ähnliches könnte sich auch für Massenmärkte zeigen, dass die Durchsetzung der Märkte nicht immer im Interesse notwendigerweise der Produzenten ist. Aber ich bin da vorsichtig, weil ich denke, das muss man sich genauer angucken. Und wenn man die Studien, die zu illegalen Downloads im Zusammenhang mit Verkäufen etc. angestellt werden, sieht man ja, dass das hochkontrovers ist. Keine Meinung hat bisher hinreichend Belege für die eigene Auffassung gesehen. Aber allein, dass das fragwürdig ist, zeigt, dass man hier drüber nachdenken muss. Ja, dann vielen Dank erstmal für den Vortrag. Ich hoffe, das war ein Applaus. Und ich denke, man kann auch sagen, man kann euch auch noch gerne ansprechen, wenn man noch